Animal Crossing New Horizons und ich habe schon mal vorgespult. Wir lassen uns von Melinda sagen, was heute läuft. Wahrscheinlich nichts. Aber mal sehen. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 15. April 2020, 19:36 hier auf Greenbeat. Nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, das war's für heute. Ja, super. Das ist ja wieder schön. So wollen wir es haben, ne? Alright. Und da ist irgendeine komische beste Freunde-Sache. Dino! Beste Freunde-Anfrage. Okay. Gut. Alright. Ich habe irgendwelche Schuhe bekommen. Ein paar Schlupfschuhe, sagen wir mal. Sind das wenigstens die richtigen? Ist okay. Kann man mitleben. Weil ich sie umgestalten könnte. Und die Outdoor-Hose habe ich jetzt wieder geholt. War ein bisschen doof, aber meinetwegen, wenn es passiert, ist es halt. Hätte ich wahrscheinlich im Sommer gebrauchen können. Naja, stimmt, ich habe hier einiges geändert. Outdoor-Hose. So. Hey, heißt es, dass heute wieder Sterne runterfallen oder was bedeutet das? Oh. Cool, eine neue Anleitung. Immer schön was wünschen, dann kriegt man irgendwas Tolles. Schaukelwidder. Ein Widder aus Holz? Oder was ist das? Die nehme ich mir als erster. So geht das nicht. Okay, das hätte ich nicht drücken müssen. Leitungskit ist jetzt auch erstmal unwichtig und da gibt es auch nichts Neues. Aber was können wir alles shoppen? Shopping! Nichts Gutes. Nee, ist alles nicht so meins. Dass ich mir vielleicht die Musik irgendwann mal zulegen sollte. Aber dafür gibt es noch genug Zeit. Hi, no one can save you. Wir kennen uns ja schon. Nice. Willkommen zurück. Ich wollte nur mal kurz wieder bei Animal Crossing einsteigen. So. Was machen wir jetzt noch Schönes? Wollte ich irgendwas? Ja. Komm, gib mir eine deine Emotionen. Ich hab so keine. Ja. Jetzt. Nein, noch ablehnen, da geht's nicht. Kopfschütteln oder was? Oh, das gefällt mir. Das mag ich. Wenn ich doch nur in echt Geldbäume pflanzen könnte. Theoretisch ist das ja nur eine Metapher für Finanzen, also für so typische Immobiliengeschäfte. Aber das Problem ist, Immobiliengeschäfte können auch platzen. Oder blöd werden.
Nein, 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 nicht rutschen, nicht rutschen. Vielleicht versuche ich einfach mal die täglichen Aufgaben zu erledigen. Mit Leuten quatschen, warum auch immer das eine tägliche Aufgabe ist, werde ich tun. Blumen gießen, easy peasy. Lemon Weber. Alles, was ich jetzt ausgrabe, sollte Fossilien sein, also keine Eier mehr. Das heißt, ich sollte dort wieder drauf achten. Mich hat das Osterfest einfach nur genervt. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Also, tut mir leid, ich mag diesen Hasen nicht. Der ist einfach creepy. Und die Eier gingen mir einfach auf die... auf den... Die haben mich genervt. Ein Stein. Besser als nichts, ja, das merke ich. Geht das eigentlich? Das stimmt allerdings. Da muss ich gleich mal gucken, wie viel die Rüben kosten. Gut, dass du mich erinnerst. Oh je. Kosten die Rüben? Erstmal das hier sammeln. Wo sind denn die Schuhe? So. Ja, doch noch einiges zu tun. Das liegt immer noch da. Ob da irgendwann mal ein Hase rauswächst? Wäre interessant. Okay, den hatten wir noch nicht, da bin ich fast sicher. Der ist mir neu. Right. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wirklich alles abgearbeitet habe. Den ganzen Kredit. Es wird noch eine Weile dauern. Aber der Tarantel-Trick klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Den werde ich irgendwann mal anwenden. Ich kann meine Arme nicht entfliehen. Huch, huch, huch. Oh, okay, anscheinend doch. Ah, fein. Dann halt nicht. Killifisch. Hatten wir den auch schon mal? Warum muss alles, was ich liebe, kaputt gehen? Ah.
Immerhin war es nicht die Kinderangel. Stimmt, ich muss mit Leuten reden. Es gibt mir ja 1000 Punkte. Das Spiel ist eh genial. Ja, hast du eine Motte? Oh cool, ich geb dir 100 Euro dafür. Yeah, geil. Okay, vielleicht sind es nicht 100 Euro, wenn du es umrechnest, aber es könnte schon in die Richtung gehen. Lass mal plaudern. Natürlich erinnere ich mich. Was? Achso. Ja gut, den Titel hat sie sich aber selber gegeben. Ach gerade. Jetzt beleidigen die Bewohner auch noch meine Besucher hier. Das geht ja gar nicht.